Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Timesplitters 2. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit dem 6. Level 1853 Wilder Westen. So, das Ganze werde ich auf normal spielen. So, 1853 Wilder Westen, Little Prospect. Die braven Bürger von Little Prospect erleben in ständigen Angst vor den Colonel. Kein Wunder, denn dieser größenwahnsinnige Deserteur der Südstaatenarmee schießt grundsätzlich, bevor er Fragen stellt. Der Colonel hat die örtliche Richterin Ramona Sosa mit einem gefälschten Steckbrief verleugnet. Jetzt sitzt sie im Gefängnis, weil die Leute offensichtlich Recht nicht mehr von Unrecht unterscheiden können. Natürlich lassen sich abgebrühte Kopfgeldjäger wie LJ Jones nicht so leicht auf eine falsche Fährte locken. Der Colonel wird gesucht und Jones ist ihnen auf den Fersen. So, man munkelt, dass sich der Colonel in den alten Minen versteckt. Dort schürft er allerdings nicht nach Gold. Er sucht etwas Wertvolles, etwas Unnatürliches. Dann würde ich mal sagen, ab in den Wilden Westen. Dead or alive. So. Auf meine Revolver. Weil die Venture ist das doch ein bisschen zu schade dafür. So. Mal schauen, meine Ziele. Holen Sie Ramona aus dem Gefängnis, eliminieren Sie den Körtel, finden Sie den Zeitenkristall, okay, vernichten Sie alle Beweismittel gegen Ramona. Okay, das ist Sekundar. Oh. Okay, Vorsicht, Glas geht kaputt. Und ich habe es nur noch nicht mal berührt, wirklich. Irgendjemand schießt auf mich. Ach da. Oh. Okay, hier ist nichts. Das ist ein Steckbrief. So, irgendjemand schießt wieder auf mich. Okay. Da oben. Okay. Okay, das war ein Treffer. Eigentlich hätte ich den vermeiden können. So, mal schauen.
Okay. Warte mal. Geht doch. Mal schauen, was hier drin ist. Ach, hier war ja gar nichts. Ah, okay. Nicht schlecht. Okay, in der Schublade ist nichts. Gut, dann gehe ich wieder rauf. Hier. Mal da rum. Okay, hier ist nichts. Okay, noch ein Revolver. Okay, hier habe ich echt wenig Deckung. Na gut, okay. Ich glaube, im Saloon war nichts, bis auf den Steckbrief. Irgendjemand schießt wieder auf mich. Ne? Ach, im Gebäude ist der. Okay. Boah. Schießpulver, okay. Elijah, you just gotta bust me out of here. Ah, ich hol dich schon raus. Ich habe ja nicht umsonst Schießpulver. Man sollte nicht zwischen die Beine schießen, eigentlich. So. Okay, ist nix. Irgendwo. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, okay, ich brauche noch was anderes. Wahrscheinlich so eine Art Fackel oder so. Ach, der, okay. Hier noch eine Verbindung? Ja, sollte passen. Es so gehen sollte. Ja. Okay, Frau Mona ist befreit. Aber ziemlich interessant gemacht halt.
jeden Fall wurde geschossen. So. Ich würde mal sagen, so eine Rüstung wäre nicht schlecht. So. Ah, da hinten ist einer. Okay, der hat mich erwischt. Jetzt habe ich dich auch erwischt. Okay, da ist einer. Ah, der da hinten ist immer noch. Was? Da hinten, ja, okay. Der da oben auch noch. Komm, zeig dich. Okay, meine Venture-Saster hört gleich alle. Hier ist nix. Hier komme ich nicht rein. Wieder oben ist eine Scheune noch am Brennen. Okay, löschen Sie das Feuer in der Scheune und retten Sie das Mädchen. Das. Ah! Okay, das Mädchen habe ich befreit oder gerettet. Da spielt noch ein Verbrecher. Okay, hier. So, hier geht's nicht weiter. Hier komme ich nicht rein. Und so ist hier, okay. Ah, eine volle Rüstung, perfekt. So. Boah, von wo kommst du auf einmal? So. Hier nach Steckbrief. Stimmt, einmal hier nach Steckbriefen Ausschau halten. Aber soweit ich weiß, habe ich bisher alle gefunden. So. Hier in der Schublade ist nichts. So, mal schauen. Scharfschützengewehrmunition, perfekt. Da oben ist einer.
Boah. Du Drecksack. So. Mal schauen. Die Bank sagt... Ist das überhaupt die Bank? Jo. Was für eine kleine Bank. Okay. So, dann mal schauen, ob hier noch was ist. Ne, hier ist gar nichts. Okay. Ah, Kontrollpunkt erreicht. Wow. Ich habe jetzt keine Rüstung mehr. Ah, jetzt habe ich zwei Revolvers. Ach, da oben ist der letzte Steckbrief. So. Okay, alle Beweismittel vernichtet. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Ist nix. Time crystal located. Okay, Zeitkristall ist auch schon geortet. Neue Rüstung. Genau. Okay, irgendwo. In der Höhle. Ah. Okay. Okay, der Colonel ist auch da. So, der Colonel hockt auch irgendwo hier. Me and my boys are gonna whip your furry hide. I'm the Colonel. Nobody messes with me. I'm the Colonel. Nobody messes with me. Me and my boys are gonna whip your furry hide. Oh. Das ist jetzt fies. I'm gonna feel you full of air. Kommt ihr auf einmal alle her? Ach, verdammt. Vom Kontrollpunkt aus neu starten. Da habe ich noch eine Rüstung. So, das war der Minenarbeiter. Echt super fliegt alle platziert. Aber es macht nichts, ich bekomme ja gleich eine neue Rüstung. Hier. Time crystal located. So, Zeitkristall geortet. Thank you.
out while the getting's good. Me and my boys are gonna whip your furry hide. Okay. Den schnapp ich mir jetzt einfach. Me and my boys are gonna whip your furry hide. I'm the Colonel. Nobody messes with me. So, der Colonel ist besiegt. Irgendwie nur noch schnell hier. Die Situation unter Kontrolle bringen. Ah. Aber ich hoffe nicht, dass er unendlich kommt. Das wäre ein bisschen unfair. Oh, was ist das? Oh, nee, da unten ist ja noch einer. Ah, oh, perfekt, noch eine Rüstung gefunden. Okay. Drei volle Rüstungen in diesem Abschnitt. So, jetzt muss ich mal schauen. Okay. Red-Munition für die Revolver. So, genau, ich bräuchte den. Was hier? Mein Scanner. Na? Okay, hier kann ich nichts machen. Ich muss anscheinend den Wagen gleich hier rüberbringen. Wir können das erledigen, das ist schon mal gut. Funktionieren. Nö, Weiche noch nicht gestellt. Noch nicht gestellt. Hm. Ich will ja nur die Weiche stellen. Ja, muss ich irgendwo was da hinten noch aktivieren? Schau mal in das Gebäude vom Colonel rein. Aber ich habe hier nichts gefunden, wie eine Art Schalter oder so.
Ah. Ha. Weiche gestellt. Jetzt geht's weiter. Ne? Perfekt. Aufpassen, nicht, dass ich runterfalle. Okay, ich hau jetzt nur durch das Portal ab. Das da unten, okay. Kann ich mal eben kurz abkürzen. Und fertig. So, sämtliche Aufgaben erfüllt. Das ist schon mal gut. So, neue Figur verfügbar, der Colonel. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem 7. Level, nämlich Nuklearspalter, was in Jahre 1972 spielt. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.